schon mal öffnen, legt mal die Fußsohlen aneinander für einen Schmetterling und federt mal so ein klein bisschen die Knie, einfach um die Innenseiten der Oberschenkel weich zu machen. Gut. Und dann hebt das Gesäß etwas an und schiebt es Richtung Fersen und wieder zurück. Ja, spürt, wo hier Stretch entsteht. Ihr könnt es auch variieren, mal ein Knie, mal das andere zu Boden. Ja, spielt so ein bisschen mit dieser Öffnung. Gerade am Morgen ist es wichtig, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, wo alles vielleicht noch ein klein wenig sperrig sich anfühlt, um den Körper zu öffnen. Gut. Und dann setzt das Gesäß wieder am Boden ab. Greift euch den einen Fuß, rotiert den Fußrücken, sodass ihr schön von oben in die Fußsohle reinschauen könnt. Nehmt den anderen Fuß dazu. Zieht die Knie auch hier nochmal ein kleines bisschen weiter nach außen. Ja. Und dann rollt mal ein bisschen auf den Schienbeinen vor und zurück, sodass ihr den Schwerpunkt mal ein bisschen mehr nach vorne bringt und die Sitzbeinhöcker wollen nach hinten außen und der Bauch wird lang, so ein bisschen, als wenn ihr euch vorrecken wollt. Langer Bauch, gut. Und dann läuft einmal unter das Gesäß, zieht auch das nochmal ein bisschen weiter zurück, sodass ihr immer mehr Sitzfläche schafft auf den Beinen, auf dem Gesäß. Gut. Okay, und dann legt die Hände vor den Knien ab, habt einen leichten Druck gegen die Knie, sodass euer Bauch sanft nach vorne kommt. Legt mal eine Hand in den Nacken zwischen Hals und Kopf, der Übergang, und hebt den Kopf so ein bisschen an und klappt den Ellenbogen Richtung Schläfe. Die Hand am Knie schiebt sanft gegen das Knie und ihr hebt den Kopf nochmal etwas an und legt den Kopf in die Hand rein. Das Kinn hebt sich und ihr spürt, wie euer Bauch lang wird. Das Kinn etwas angehoben, der Blick folgt der Richtung diagonal nach oben. Gut, und alles bleibt jetzt, wie es ist, nur dass ihr die Hand wegnehmt und aufs andere Knie gleiten lasst. Und dann schließt einfach einmal nur die Augen und lasst das Gesicht weich werden. Das Kinn bleibt leicht gehoben, der Nacken in seiner natürlichen Kurve. Und ihr spürt die Schwere des Beckens am Boden. Nehmt die Länge des Bauches wahr, lasst den Bauch vollständig los. Der Bauch darf locker nach vorne fallen. Hebt die Ellenbogenspitzen ein kleines bisschen an, nur ganz sanft, sodass ihr spürt, dass ein Raum unter den Armen sich entsteht und sich etwas öffnet, wie ein Hohlraum. Gut. Habt nochmal dieses Gefühl der Hand am Hinterkopf, indem ihr den Hinterkopf ein wenig reinlegt in diese imaginäre Hand. Die Kiefer weich, die Zahnreihen voneinander gelöst. Kommt in das Spüren für die Atmung und über das Spüren des Atems bekommt ihr Aufschluss über die Energielevel. Versucht den Atem zunächst nicht zu beeinflussen, sondern einfach nur wahrzunehmen, wie der Atem fließt, ein und aus. Spürt die Atembewegung im Körper ganz sanft. Und dann stellt euch den Atem aus der Mitte des Brustkorbes vor, wie er sanft in alle vier Seiten sich weitet. Und vielleicht nehmt ihr wahr, dass der Brustkorb ein wenig sich anhebt, ein schwebendes Gefühl bekommt, über dem Becken schwebt. Und dann langsam öffnet die Augen. Der Blick ist weich. Lasst die Arme sanft anschweben vor euch. Zieht das Gesäß zurück, lasst die Finger zu Boden schweben, spürt den Kontakt am Boden.
Lass die Rippen von Seite zu Seite gleiten, sodass die Hände auf dem Boden schleifen. Versuch die Bewegung in einer Weichheit auszuführen. Ja. Heb die Hände etwas an und führe dieses Gleiten der Rippen aus, indem die Hände über den Boden schweben. Und langsam kommst du etwas höher und höher und höher, bis deine Hände nach oben zur Decke zeigen. Lege die Handflächen aneinander. Lege deine Handkanten auf deine Kopfkrone, ziehe deine Ellenbogen sanft zueinander und hebe die Ellenbogenspitzen an. Dein Bauch wird lang, spüre den Kontakt deiner Kopfkrone an deinen Handkanten und ziehe dich hier etwas lang im Bauch. Sehr schön. Kleine Bewegung, pulsiere. Gut. Und dann streck beide Arme nach oben aus. Lass deinen linken Arm hinabgleiten auf deinen linken Oberschenkel. Drück deinen linken Unterarm runter, zieh deine rechte Hand hoch. Stell dir vor, wie so ein Bogenschütze, der einen Pfeil in den Himmel schießt. Gut, spür die Länge, pulsiere das, um die Länge in der rechten Flanke zu spüren. Gut. Und dann von hier aus linke Hand zu Boden, links von dir. Rechte Hand greift den linken Arm, zieh die Ellenbogenspitze etwas nach oben und nach links und zieh die rechte Leiste zurück. Drück sanft in deine linke Hand, heb die rechten Rippen etwas an, pulsiere auch das. Schau nach unten außerhalb der linken Hand. Gut. Über das Pulsieren die Flanke etwas näher öffnen, spür genau rein. Die verschiedenen Druck- und Zugpunkte, die du jetzt einsetzt, um ins Spüren für den Körper zu kommen. Löse die Hand, lass sie wieder nach oben gleiten. Die andere Hand dazu, handel dich links, rechts. Spür mal, ob schon ein Unterschied wahrnehmbar ist. Und dann lass deinen rechten Unterarm auf den rechten Oberschenkel gleiten. Schieb den Oberschenkel nach unten, während deine linke Hand nach oben weit ausgreift, pulsiere das. Der Druck nach unten, der Zug nach oben, die Länge der Flanke. Gut. Rechte Hand lösen, rechts von dir am Boden abgestellt. Linke Hand greift um den rechten Arm rum. Heb die Ellenbogenspitze an, drück die rechte Hand, zieh die linke Leiste sanft zurück und pulsiere in die Öffnung hinein. Löse die linke Hand, lass sie wieder nach oben zeigen. Andere Hand dazu, hangel dich noch einmal. Gut. Hände nochmal aneinander gelegt auf die Kopfkrone, Ellbogen zueinander. Leichte Rückbeine, du ziehst nach hinten auf und schaust an die Decke. Von hier aus Arme wieder nach vorne zeigen lassen, rechter Unterarm, rechtes Knie, linkes Knie mal heben und senken. Spiel nochmal mit dieser Öffnung nach hinten, ja, du willst ein bisschen mehr den Sitz aufziehen, gut. Knie zu Boden, schieb mal deine linke Schulter vor, die rechte Hand kann so ein bisschen stützen am Boden und die linke Schulter will nach diagonal rechts zeigen. Der Blick geht über die linke Schulter, leichte Verschraubung. Gut, und dann komm wieder zurück und auf die andere Seite. Feder das Bein ein paar Mal, schau, was ist mit der Hüftöffnung heute früh. Ja. Und dann schieb deine rechten Handballen gegen deinen rechten Oberschenkel, die linke Hand am Boden, sodass du nicht umfällst, du hast auch hier nochmal einen Halt. Ja, je mehr Kontaktpunkte wir zum Boden haben, desto mehr können wir uns spüren in diesem Netzwerk. Nicht nur am Boden die Kontaktpunkte, sondern auch mit den Händen am Körper. Gut. Und dann kommst du wieder zurück. Hände noch einmal vor dir aufgestellt. Drück und zieh ein wenig und spüre nochmal dieses Ausrunden der hinteren Rippen und das Langwerden des Bauches. Spür diese Isometrie. Ja. Du kannst wirklich hier über Druck und Zug sehr viel verändern im Körper.
Und dann stell deine Fingerkuppen auf, wandere deine Finger nach vorne und komm über die Knie in den Vierfüßlerstand. Wenn das nicht gehen sollte, kannst du einfach auch die Knie über die Seite nehmen. Deine Fußrücken am Boden, ja, auch hier der Kontakt der Füße am Boden ermöglicht es dir, dass du dein Becken ein bisschen kippen lässt und du schiebst auch hier vor und zurück. Gut. Auch hier mal die Rippen gleiten lassen von links nach rechts. Versuch immer Endpunkte der Bewegung zu spüren. Es ist nicht einfach ein Hin und Her, sondern du schiebst wirklich, bis es nicht mehr geht und dann noch ein kleiner Push und dann erst auf die andere Seite. Koste jede Bewegung wirklich vollständig aus und dann einmal das Kinn Richtung Brustbein und den Rücken ausrunden und dann erst zur anderen Seite kommen. Eine kreisende Bewegung. Wechsel die Richtung. Gut. Von hier aus einmal rechte Zehen aufstellen. Rechter Fuß tritt sanft in den Boden, hebt das Knie an. Rechtes Knie ausgedreht, beide Hände am Boden, Feder vor und zurück. Schau auch hier dir genau an, wie weit kannst du zurückfedern, ja, was müssen die Hände tun, wie weit kannst du vor die Handgelenke tun, ein paar Mal das. Und dann wieder zurückgedreht, Fußrücken am Boden. Linke Zehen aufgestellt, linkes Knie anheben, linkes Knie ausgedreht. Spür mal diese Diagonale, rechte Hand, linker Fuß. Schau, wie weit geht es nach hinten, wie weit nach vorne und wie ist es im Wechselspiel. Linkes Knie wieder ab, linker Fußrücken geerdet. Von hier aus beide Hände nach vorne wie ein Schwimmer aneinander gelegt, die Handkanten. Die Handkanten schieben in den Boden und du ziehst deine Hände Richtung Brustbein, isometrisch. Schau zwischen deine, oder vor deine Hände, ja. Und dann lass dein Brustbein etwas mehr sinken. Dein Bauch wird super lang. Nur die Handkanten am Boden und die Fußrücken und Knie. Arme sind vom Boden weg. Roll auf deinen rechten Handrücken, rechtes Ohr Richtung Boden, linke Rippen schön hoch. Ja, pulsier das, spür rein. Komm zurück zur Mitte und auf die andere Seite. Rechte Rippen schön hoch. Und wieder zurück. Nochmal die Handkanten gut in den Boden und rangezogen, Bauch super lang. Von hier aus rechte Hand aufstellen, linke Hand aufstellen, Vierfüßlerstand. Gib dir nochmal so einen kleinen Push in deine hinteren Rippen. Von hier aus rechte Zehen aufstellen, wie eben, rechtes Knie ausgedreht. Zurückgedreht, abgesetzt, linke Zehen aufstellen, linkes Knie ausdrehen. Ein bisschen im Wechsel, kannst entweder einer Wechsel machen oder du federst hier etwas und wechselst dann. Mach das mal so in deinem Bewegungsmodus, in dem du es gut hinkriegst, eine fließende Bewegung zu machen, die du in all ihren Segmenten wahrnimmst. Lass die Bewegung ein bisschen freier werden. Vielleicht nimmst du noch einen Arm dazu. Vielleicht geht auch das andere Knie mal hoch. Streck dich mal lang aus. Du greifst etwas. Ja, spür die Diagonale von der Hand und dem Fuß. Abgesetzt. Und auf die andere Seite. Knie hoch. Hand
wieder ab, Knie ab und zurück zur Mitte. Zehen aufgestellt. Ihr seht es mal angehoben, gehobener Vierfüßlerstand. Drückt die Hände und schieb und zieh. Ja. Spür mal, welche Auswirkungen hat das in deine Rippen, nur dieses Drücken und Ziehen der Hände. Der Kopf geht mit. Weich. Gut. Nimm mal deine rechte Hand auf Fingerkuppen. Feder ein bisschen. Rechte Hand weich. Rechte Hand ab. Schieb die rechte Hand weg. Linke Hand Fingerkuppen, Feder. Und jetzt im Wechsel. Rechts. Links. Und schau, wie deine Rippen wieder gleiten. Und der ganze Körper mitgeht in dieser Bewegung. Die Bewegung fädelt sich ein von den Fingern in den Arm, in die Schulter, in die Flanken, in den Kopf und bis in das Becken. Gut, beende das. Knie wieder zu Boden. Rechte Zehen aufstellen. Rechtes Knie angehoben. Linke Finger etwas nach außen gedreht. Rechtes Knie angehoben, auch das Knie, genau. Mal ein bisschen Innen- und Außenrotationen. Spür auch hier, wie der ganze Körper mit dieser Bewegung mitgeht. Mach es schön langsam. Gut. Dann den rechten Fuß neben dem linken Knie abgesetzt. Hände vorne aufgestellt. Dreh die rechten Zehen ein bisschen nach außen. Feder mal weit zurück. Und spür, wie der Bauch lang wird. Deine Hände, wie Gecko-Hände, am Boden festgeklebt. Die ziehen etwas ran und du pulsierst. Gut, und dann spiel mal mit dem Knie, mit der Bewegung des Knies, das Kniekreis. Und spür auch hier, wie ist dein Range of Motion. Wechsel gern die Richtung. Gut. Komm langsam wieder raus hier. Streck deinen rechten Arm aus, klapp dein linkes Bein mal etwas weiter nach links, ja, außerhalb der Matte. Drück die linke Hand, heb die rechten Rippen. Greif weit aus. V-förmig weit. Greif mal oder leg deine Hand mal an dein Schlüsselbein. Zieh den Ellenbogen nach oben und drück die linke Hand nach unten. Gut. Von hier aus deine rechtes Knie angehoben, rechte Fingerkuppen auf dein rechtes Knie, Knie mal X sich zum linken und dann gegen den Widerstand deiner Hand drückt das Knie etwas nach oben, der Blick geht nach unten. Mach das ein paar Mal in Slow Motion. Kannst das Knie auch greifen, dann kannst du es etwas weiter aufziehen. Gut. Wer mag, greift mal innen vom Bein vorbei, die Zehen, und schiebt den Fuß in die Hand und beginnt das Bein ein wenig mehr in die Streckung zu bringen. Ja. Gut, lehn das rechte Bein nach vorne zur Matte, klapp den linken Fuß wieder zurück, beide Hände aufgestellt, Feder vor und zurück. Kannst hier deinen linken Unterschenkel etwas nach rechts den Fuß einklappen, ja? Und du versuchst dich Richtung Ferse zu setzen. Gut. Von hier aus bringst du mal deinen linken Unterarm zu Boden. Und hebst die rechten Rippen an, schau nach unten links. Leg deine rechte Hand an dein Schlüsselbein. Gut. Zieh den Ellenbogen hoch. Und dann beginn deinen linken Arm zu strecken. Blick geht nach unten. Und verschraube ein bisschen deinen Brustkorb. Hand nach unten, Ellenbogen nach oben. Gut. Hand gleitet wieder hinab. Rechtes Bein wieder angehoben über die Seite. Schieb den Fuß mal nach außen rechts
und zieh den Fuß nach links. Schau über deine linke Schulter zu deiner linken rechten Ferse. Gut. Dann das Bein wieder zurück. Fuß ab, Knie ab. Vor und zurück geschoben. Links und rechts. Immer wieder deine eigenen Moves einbauen, um das für dich zu neutralisieren. Gut. Wir kommen auf die andere Seite. Ich drehe mal kurz, damit ihr besser sehen. Vierfüßlerstand. Linke Zehen aufgestellt, linkes Knie angehoben, linkes Knie etwas ausgedreht. Dreh auch deine rechten Finger etwas nach rechts, linke Hand auf Dome, auf Fingerkuppen und linkes Knie über die Seite gehoben. Bewege nochmal in der Hüfte diese Kreise. Und dann stell den linken Fuß außerhalb der Matte ab. Pulsiere, beobachte, wie sieht es auf dieser Seite aus. Nutz die Hände für Druck und Zug. Und dann kreise ein bisschen das Knie. Bleib schön weit hinten hier. Wechsel die Richtung. Komm wieder vor mit dem Oberkörper. Rechte Finger sind etwas ausgedreht. Linke Fingerkuppen auf linkes Knie. Schau nach unten. Nutz nochmal diesen Druck der Hand, um dich hier so ein bisschen mehr anzuheben. Knie x-ig und wieder aufgezogen. Ja, sehr schön. X-ig aufgezogen. Bauch lang. X-ig. Aufziehen, greif gern mal und öffne das noch etwas weiter. Und der Blick geht nach unten, die Kehle ist offen, schön. Wer mag, greift hier von innen. Gut, Bauch schön lang und dann kick ein paar Mal in deine Hand rein. Sehr schön. Und stell deinen Fuß vorne ab. Rechter Fuß etwas eingeklappt vielleicht, nach links und du pulsierst hier, vor, zurück. Schau mal, wie tief kannst du dich zurücksetzen, wie weit kommst du vor, vielleicht auch mal Knie etwas nach außen. Gut, und dann nimmst du deinen rechten Unterarm zu Boden, nutzt die Fläche, die Auflagefläche des Unterarmes und schieb dir noch mal etwas in den Boden, linke Hand an dein Herz oder an dein Schlüsselbein vielmehr und du ziehst den Ellbogen Richtung Decke, drücke die rechte Hand, streck den Arm und hier geht es noch ein bisschen weiter. Sehr schön. Linke Hand abgesetzt, rechter Unterschenkel etwas nach rechts gedreht, Arm ausgestreckt. Und hier nochmal geöffnet. Taucher nicht weit. Hand wieder zu Boden. Linkes Knie über die Seite angehoben. Streck den Fuß und zieh das Ganze nach rechts und schau über deine rechte Schulter. Rechte Hand in den Boden engagiert. Und dann wieder zurück. Zehen ab. Knie ab, mach deine Bewegung. Sehr schön. Von hier aus, gib dir nochmal diesen kleinen Impuls in die hinteren Rippen, lass deine Finger anschleifen. Ja, hier sind auch die Fußrücken noch aktiv. Ja, es ist nicht so, dass du absinkst, sondern du kannst hier jederzeit auch deine Haltung verändern durch diese sanfte Grundspannung. Dann einmal die Arme nach oben gehoben, Hände aneinander gelegt auf die Kopfkrone und die Ellbogen etwas zueinander.
Stell dir vor, du willst hinter dich schauen, aber jemand hält dich am Becken zurück. Pulsier. Arme mal ausgestreckt, eine Seitneige nach links. Zurück zur Mitte, weich und nach rechts. Lass mal deine Rippen gleiten, die Arme nach vorne, links, rechts. Als wenn du eine liegende Acht malst. Und dann kommen deine Hände wieder an, nimm deine Hände mal an die Schläfen. Zieh die Ellbogen zueinander. Gib den Kopf etwas an und leg ihn in deine Hände rein. Deine Ellbogen wollen zur Decke. Gut. Dann beide Ellbogen nach links. Heb die rechten Rippen. Und jetzt wollen beide Ellbogenspitzen nach oben drehen. Langsam zurückgedreht zur Mitte. Nochmal Bauch lang, Seitneige rechts. Und beide Ellbogen nach oben, Richtung Decke. Pulsier das weich. Langsam wieder zurück zur Mitte. Arme ausgestreckt. Nochmal Seitneige links. Linke Hand auf deine linke Ferse. Drück die Ferse runter und kreis mit deiner rechten Hand weit nach hinten aus. Stell dir vor, du willst deine linke Schulter vielleicht touchieren mit der Hand. Rechte Leiste schön zurück. Sehr schön. Linke Hand gelöst, wieder zurück zur Mitte, Seitneige rechts. Rechte Hand, rechte Ferse, drückt die Ferse nach unten, hebt die Rippen und die linke Hand greift weit rum. Und wieder über die Seite zurück. Von hier aus einmal die Zehen aufgestellt. Deine Arme drücken sanft nach unten und du rollst in eine Hocke. Sehr schön. Von hier aus lass dich einmal hängen. Ja, wir waren viel in den Rückbeugen eben, jetzt wieder ein bisschen Gegenbewegung. Lass dein Steißbein wie ein schweres Lot in den Boden reinsinken. Lass den Kopf los, beweg ihn mal von Seite zu Seite. Atme in deine Rückseite. Atme vor allem mal in den hinteren, in den unteren Rücken. Gut. Und dann schieb mal dein linkes Knie nach außen. Und dein rechtes. Fahr mal so links, rechts. Komm wieder zurück zur Mitte. Von hier aus drück deine Oberarme sanft gegen deine Knie, heb die Ferse, richte dich jetzt auf. Ja, komm jetzt wieder in diese Aktivierung deiner Gesäßmuskulatur, deines Rückenstreckers. Streck deine Arme vor dir aus und beginn wieder deine Rippen von Seite zu Seite gleiten zu lassen. Und langsam kommst du in dieser Bewegung nach oben. Knie nach außen. Bis du oben angekommen bist. Von hier aus einmal linker und Arm runtergezogen, rechter nach oben und die andere Seite. Beide Arme nach oben, greif mal deine Ellenbogen, zieh die Ellenbogen links, rechts, beobachte
Oberschenkel abgestellt. Nimm deine Füße etwas weiter, nackenweit. Deine Hände so wie ein Hufeisen auf dein, umgreifen deine Oberschenkel wie eine Spange. Und von hier aus bringst du mal die linke Schulter nach vorne. Schau über die linke Schulter, die rechte Schulter. Mach deinen Bauch schön lang. Lass deine Hände nach vorne zeigen. Wander noch ein bisschen weiter vor und komm auf deine Hände. Ja, Füße sind noch außerhalb der Matte. Verlage mal weit vor und wieder zurück. Weit vor und zurück. Bauch schön lang. Gut, und federn mal ein bisschen. Schön tief und dann wieder vor. Und vielleicht ein paar kleine Sprünge. Mit weiten Beinen. Schön. Nächster Sprung. Füße mattenweit. Schieb deine Hände links, rechts. Beide Knie drehen auf den Vorfüßen nach rechts. Der Blick bleibt zwischen den Händen. Pulsiere wieder vor, wie eben. Vor die Handgelenke und auf die Ferse mit dem Gesäß vor und zurück. Ja, deine Knie nach rechts, dein Brustbein vor. Zurück zur Mitte, dreh auf die andere Seite. Und dasselbe nochmal hier. Ja, komm wirklich mal ganz nach unten. Ja, und spür mal diese Länge im Bauch. In der linken Flanke und dann vor die Handgelenke mit diesem langen Bauch. Gut. Komm zurück zur Mitte. Tänze das nochmal ein bisschen aus. Und dann die Knie am Boden wieder ab. Fußrücken sanft ziehen. Gib dir nochmal diesen kleinen Impuls in die Rippen. Gut. Linke Zehen aufgestellt, linkes Knie angehoben, linker Fuß angehoben, Fahrrad fahren, linke Hand auf Fingerkuppen, lass den ganzen Körper in dieser Bewegung mitgehen. Dann den linken Fuß vorne abgesetzt, rechter Fuß klappt etwas ein, Zehen aufgestellt, Gesäß angehoben. Hände diagonal ausgestreckt, Oberkörper lang, beweg dich hier. Linker Ellenbogen, linkes Knie, rechter Arm lang ausgestreckt, V-förmig weit. Pulsiere, strecke dich. Du bist wie so eine Pflanze, die sich dem Licht entgegenreckt. Versuch überall maximale Länge zu schaffen. Gut. Rechte Fingerkuppen, rechtes Knie. Ja, vielleicht dreh's mal um. Rechte Fingerkuppen, rechtes Knie. Gut. Linker Arm diagonal ausgestreckt. Linke Fingerkuppen sinken zu Boden in Linie mit linken Fuß. Rechtes Knie angehoben. Linkes Ohr, linke Schulter. Fahrrad fahren, rechts. Gut, rechter Fuß wieder abgesetzt. Einatmen, Arme angehoben, Hände, Kopfkrone, Ellenbogen zueinander. Schön. Arme wieder vorne ausgestreckt. Wander deine Hände wieder zurück. Setz deinen rechten Fuß zur rechten Mattenseite. Und rechtes Knie ab. Linkes Knie über die Seite gehoben, ein bisschen ausgekreist. Und nochmal ab. Deine Bewegung zum Neutralisieren. Beweg dich. Halt es immer in Bewegung. Ja. Sehr schön. Wir gehen auf die andere Seite. Rechte Zehen aufstellen. Rechtes Knie angehoben.
linke Zehen aufstellen, linkes Knie heben. Der linke Fuß 45 Grad. Wandere deine Hände etwas weiter vor, dass sie in Verlängerung deines Oberkörpers sind. Und komm nochmal in dieses schöne, genussvolle Stretchen deiner Hamstrings. Sehr schön. Rechter Unterarm, rechter Oberschenkel. Schieb das so ein bisschen nach außen, aber die Leiste will zurück. Und dein linker Arm streckt aus, greif hier in ein imaginäres Seil, was dich lang zieht. Schön. Linke Fingerkuppen, linkes Knie. Rechte Hand zeigt diagonal nach rechts. Linker Fuß wird leicht. Du kommst auf deine rechten Fingerkuppen und fährst hier ein bisschen Fahrrad durch eine zähe Masse. Ziehst du deine Beine. Linker Fuß schwebt zu Boden. Beide Arme anheben. Hände mal auf die Kopfkrone, Ellenbogen zueinander. Bauch schön lang. Ja, wir machen heute mal schön Herzöffnung. Gut. Arme V-förmig weit. Nach unten. Stell die Hände an der Matte ab. Linker Fuß wieder zurück. Rechtes Bein über die Seite. Fuß ab. Jetzt sind wir gerade alle im gehobenen Vierfüßler. Du kannst auch auf die Knie kommen, da deine Bewegung machen oder in deinem gehobenen Vierfüßler ein bisschen Freestyle. Auch mal schön die Fersen treten, die Beine ein bisschen länger werden lassen. Gut. Und dann die Knie zu Boden. Hände schleifen an. Gut, und du kommst einen Moment in deinen Fersensitz und schließt deine Augen für einen Moment. Gut, spür nochmal deine Atmung rein. Spür nochmal diesen Raum, den du dir geschaffen hast für deine Atmung, ja? Über diese intensiven Dehnungen. Gut. Wir wollen, wie versprochen, eine kleine Flow-Sequenz noch machen. Wir haben alles in Fragmenten schon geübt, was wir jetzt gleich machen werden, das wollen wir jetzt zusammenfügen. Deine Arme stehen nochmal an, Fußrücken aktivieren, rechte Zehen aufgestellt, rechtes Knie ausgedreht, linke Zehen aufstellen, linkes Knie ausdrehen, gut. Eine schöne weite Hocke, heb dich nach oben an. Die Arme mal ausgestreckt, Hände auf die Kopfkrone, Ellenbogen zueinander. Mach den Bauch nochmal schön lang und auf. Arme V-förmig weit, Füße ein bisschen weiter auseinandergestellt. Von hier aus greif, schieb den Po weit zurück, greif mit den Fingern nach vorne aus. Setz die Hände nach vorne auf deine Matte. Mach einen Sprung in den gehobenen Vierfüßlerstand. Ja, finde dein Abstandsmaß, Knie nach rechts, Feder hier, dreimal. Eins, zwei, drei, dreh die Füße zurück und zur anderen Seite, Feder. Eins, zwei, drei, dreh wieder zurück, rechtes Bein angehoben, rechte Finger leicht, fahr Fahrrad rechts, eins, der ganze Körper geht mit, zwei, drei, der Fuß landet vorne, hinterer Fuß quer, gut, Arme ansteigen lassen, Hände, Kopfkrone, pulsiere. Arme ausgestreckt, linke Fingerkuppen, linkes Knie, rechter Arm zieht diagonal nach rechts.
Fingerkuppen zu Boden. Linkes Bein, Fahrrad. Eins, zwei, drei. Linker Fuß neben den rechten gesetzt. Arme über die Seiten nach oben. Halte dich. Lass deinen linken Fuß nach hinten schleifen. Spanne Ellbogensehne mit deinem rechten Arm. Rechter Arm nach unten, linker Arm. Schieß den Pfeil in den Himmel. Schieb die Knie nach vorne und nach oben. Arme wieder ausgestreckt. Hände abgesetzt nach unten. Sei vorsichtig. Setz linkes Bein etwas raus nach links. Rechtes Bein über die Seite. Nochmal Fahrrad. Drei, zwei, eins. Fuß wieder abgesetzt. Dann linkes Bein über die Seite gehoben. Fahrrad. Eins, zwei, drei. Linker Fuß vorne abgesetzt. Hinterer Fuß quer. Arme nach oben, Hände, Kopfkrone, Ellbogen nach oben, Bauch lang, Hände ausgestreckt, linke Fingerkuppen, rechte Fingerkuppen, rechtes Knie, linker Hand diagonal links, rechter Fuß wird leicht, Fahrrad. Rechter Fuß ab. Arme über die Seiten. Einmal die Arme kreisen. Und zur anderen Richtung. Linker Fuß schleift zurück. Knie schön vor. Linker Arm spannt die Bogensehne, rechter Arm schießt den Pfeil in den Himmel und vielleicht hinter dich. Langsam zurück, Arme ausgestreckt. Von hier aus beide Hände mal auf dein rechtes Knie. Okay, und dann die Hände langsam zu Boden gleiten lassen. Rechtes Bein über die Seite angehoben, Fahrrad und ab. Von hier aus Feder etwas vor zurück. Mach gerne ein paar Sprünge. Gut, dann lande wieder. Dreh deine Knie nach rechts. Setz dein Gesäß am Boden ab. Heb dein Herz, dein Kinn. Schieb wieder zurück. Heb über die rechten Rippen an. Nach links. Setz dein Gesäß am Boden ab. Heb dein Herz. Einatmen. Nochmal so. Schieb zurück. Heb die Rippen an. Rollende Bewegung nach rechts. Po abgesetzt. Einatmen, Herz heben, schieb zurück, dreh zur Mitte, zur anderen Seite, setz ab, einatmen, Herz heben, komm wieder zurück, gehobener Vierfüßlerstand, lass deine Hände anschleifen, links, rechts, lass die Hände anschleifen, über die Schienbeine hochgleiten. Stell deine Hände auf den Oberschenkeln ab, beweg dich nochmal hier links, rechts die Schultern. Dann mit langem Bauch, Arme nach oben gehoben, Hände auf die Kopfkrone, Ellenbogen heben. Gut. Arme V-förmig weit, Füße nochmal ein bisschen weiter gestellt. Zweite Runde. Hände greifen aus, lass die Hände nach vorne kommen. Mach einen Sprung. Oben nach Vierfüßlerstand. Knie nach rechts, dreimal pulsieren. Eins, zwei,
zur Mitte, zur anderen Seite. Fließende Bewegung. Zurück zur Mitte, rechtes Bein heben, Fahrrad. Eins, zwei, drei, Fuß nach vorne gesetzt, schön. Hinterer Fuß quer, Arme heben, Hände, Kopfkrone, pulsieren. Arme ausgestreckt, Hände wieder zu Boden, linker Fuß ein bisschen nach links, rechtes Bein heben und ab. Linkes Bein heben über die Seite, Fahrrad. Eins, zwei, drei, Fuß nach vorne, links gesetzt, hinterer Fuß quer, Arme steigen an, Hände, Kopf, Krone, Pulsier, öffne deinen Bauch in Vorderseite, Herzraum, Arme ausgestreckt, lang nach vorne, gut zurück. Hände schön nach vorne, wieder gesetzt zur Matte, Fuß wieder versetzt nach rechts. Linkes Bein heben über die Seite und ab. Jetzt einmal die Knie nach rechts gedreht, Po abgesetzt, Herz heben. Wieder zurückgeschoben, angehoben, gedreht, Po abgesetzt und Herz heben. Nochmal so. Roll nach rechts, Herz heben, links, einmal noch, rechts, zurück und links, bleib hier links. Schieb die rechte Hand in den Boden, linkes Knie zieht zurück, komm auf die Außenkante des linken Fußes, mach dich schön lang. Die Schultern wollen parallel, genau. Linkes Knie vors rechte. Komm einmal auf deinen linken Unterarm und drück deine rechte Hand etwas in den Boden. Ja, genau. Dann linken Arm strecken, linke Zehen aufgestellt, Knie zieht wieder zurück, komm wieder hoch, dreh das Ganze zur anderen Seite, Po weit zurück, Gesäß ab, rechtes Knie vor das linke und dann nochmal heben und dann zieh das Knie etwas zurück. Komm auf die Außenkante, jetzt könnt ihr es besser sehen. Ja, mach dich lang. Die linke Hand, es geht wieder schön durch die Diagonale. Und dann einmal rechtes Knie vors linke. Linker Arm gleitet aus, lang. Linkes Ohr sinkt von deiner Schulter, von deinem Oberarm runter. Deine rechten Fingerkuppen aufgestellt, zirkel deinen Arm einmal rum, bis die rechte Schulter Richtung Boden geht. Und zirkel es auch wieder zurück. Noch einmal rumgezirkelt. Gut, Schulter zu Boden, das Knie hebt sich dann irgendwann ein bisschen, beobachte das. Und noch einmal zurückgezirkelt. Letztes Mal so, zirkel rum. Und die Schulter zu Boden und die linke Hand auf dein rechtes Knie. Du kannst ja auch nochmal die linke Schulter ein bisschen heben, sodass die rechte dann tiefer kommt. Ja? Versuch das mal, sodass du hier noch ein wenig tiefer dich in deine sanfte Verschraubung reinbringst. Gut. Pendel so ein bisschen zwischen diesem Ungleichgewicht Schulter, Bein. Schließ mal die Augen und spür jetzt nochmal in die Atmung hinein, die sich den Weg durch diese Verschraubung sucht. Nimm den Körper wahr über den Atem, scan den Körper ab.
mehr los jetzt, wo wir zum sanften Teil kommen. Und dann streck beide Arme hinter deinem Kopf aus, roll wieder über die Seite und von hier aus in die Bauchlage. Leg eine Hand um die andere und die Stirn auf die Hände. Drück die Knie sanft in den Boden, heb die Leisten ein bisschen nur an und pendel deine Knie, deine Unterschenkel von Seite zu Seite. Spür mal, ob da ein Unterschied zu merken ist. Die rechte Seite fühlt sich vielleicht weicher an, weil wir sie eben schon getwistet haben. Gut, dann nimm die Unterschenkel nach links, streck den linken Arm aus. Andersrum, nimm die Unterschenkel nach rechts, streck den rechten Arm aus, roll auf deine rechte Körperseite und dein linkes Knie vors rechte. Das Ohr von der Schulter gerollt, außerhalb, linke Fingerkuppen aufgestellt und der Arm zirkelt rum, bis die Schulter Richtung Boden kommt. Das Knie kommt dann wahrscheinlich etwas hoch. Mach es ein paar Mal auf dieser Seite auch, um diesen Weg zu beobachten, wann kommt das Knie hoch. Versuch es ein bisschen rauszuzögern, ohne zu viel zu forcieren. Dann kommst du noch einmal zurück und jetzt zirkelst du wieder rum und legst deine rechte Hand auf das obere Knie und schaukelst dich ein bisschen hier, mal ist die Schulter am Boden, mal das Knie. Und vielleicht, wenn du es ganz sanft machst, wirst du merken, dass beides sich langsam dem Boden etwas mehr annähern mag, durch das Forcieren, ganz ohne Druck. Je weniger man will, je mehr man wirklich im Moment bleibt, im Spüren, desto mehr lässt der Körper auch los, weil Widerstände sich abbauen. Beobachte auch hier nochmal deine Atmung. Ja, manchmal knackt es hier auch ein bisschen, da lösen sich kleine Blockaden. Spür mal, wie weit der Körper für den Atem geöffnet ist, auch in dieser Verdrehung. Auch das sanft, ohne was zu forcieren. Und selbst wenn du merkst, hier ist eine Enge, dann lass das auch geschehen und erlaube es dann auch dort, dass die Enge dort ist. Dann löse deine Arme, streck beide Arme hinter deinen Kopf, linkes Knie angehoben, Fuß abgesetzt, rechts den Fuß aufgestellt, beide Arme mal ausgestreckt und du bewegst dich wieder in deine Mattenmitte zurück. Von hier aus sind die Füße aufgestellt, du legst deine Hände an die Oberschenkel und schiebst die Oberschenkel weg von dir, so dass du hier unten einen kleinen Stretch merkst. Es ist keine große Bewegung. Lass die Beine schön entspannt, dann geht es viel besser, sondern konzentriere dich nur auf deine schiebenden Hände. Gut. Und dann einmal die Knie angehoben, verschränke deine Hände vor den Knien und lass deinen Rücken jetzt mal los und ganz in den Boden reinsinken. Gerade nach den vielen Rückbeugen, die wir heute intensiv gemacht haben, wichtig, den Rücken mal jetzt ganz an den Boden zu bringen. Und du rollst ein wenig auf deinem Rücken rum. Wechselst auch mal die Richtung. Dann kommst du in der Mitte an, hebst den Oberkörper nochmal an, umschlingst die Arme und versuchst dich ganz klein zu machen und noch mehr in dieses Ausrunden des Rückens zu kommen. Vielleicht hast du sogar Kontakt mit deiner Nasenspitze und den Knien, vielleicht auch nicht. Atme in die Rundung des Rückens rein. Langsam, sehr langsam, lass das los, leg deinen Oberkörper wieder ab am Boden.
Klappen in deine Hände rein, ganz schwer. Und dann leg deine Fußsohlen aneinander, leg deine Hände in die Leisten, schaukel noch ein bisschen hier. Und dann lass deine Füße in die Mattenecken ausgleiten. Gib dir selbst nochmal eine Umarmung zum Schluss. Greif um deine Schulterblätter herum und zieh die ein bisschen auseinander. Schließ die Augen und spür nochmal dich in dieser Verbundenheit mit deinem Körper am Boden liegend. Entweder bleibst du so oder du wählst die Armhaltung, die dir angenehm ist für dein Shavasana. Egal in welcher Haltung du jetzt bist, lass alles los, alle Gedanken los, lass den Körper los und erlaube dem Körper schwer in die Matte hineinzusinken, dein Gehirn auch vollkommen entspannt, dein Gesicht, deine Augen. Gib dich vollkommen